Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Project Red V12 mit dem Olli. Guten Tag. So, wir sind heute endlich mal wieder hier und wir schauen uns hier um. Das hat sich schon... da hat sich ganz viel geändert. Lag daran, wir haben seit circa 4 Wochen Krankheit, Valentinstag, technische Probleme, was auch immer noch alles gehabt, war ganz viel. Wir hatten glücklicherweise genügend Konserve da, also in Anführungsstrichen vorproduzierte Folgen, dass wir euch problemlos durchfüttern konnten damit. Nur leider, nein, was heißt leider, endlich dürfen wir wieder aufnehmen. Ich freue mich schon drauf. Juhu! Letzte Woche mit den technischen Problemen hatten wir uns aber auch schon mal ganz kurz zusammengesetzt und hier eine lange Liste gemacht mit Dingen, die wir zu tun haben. Tinkers Armor, das ist, glaube ich, ein bisschen eher so dein Thema, Olli, oder? Ja, das, so viel kann man, glaube ich, auch nicht zu erzählen. Das zweite schauen wir uns heute an. Das dritte mit Mechanism Storage kommt noch. Farm und Tiere muss noch kommen. Railcraft Boiler und BR-Turbine. Danke an den Urheber dieses Themas, den guten Butze. Das werden wir mal zeigen, was man da machen kann. Copy-Pasten ist doch okay, machen wir doch. Open Computer habe ich ein bisschen gebastelt, da können wir uns ein bisschen was angucken, das ist ganz cool geworden. Noch nicht fertig, weit weg von fertig, aber wir sind schon mal ein Stückchen weiter. Dann haben wir noch seit Ewigkeiten keine Jetpacks. Ich zumindest nicht, vielleicht hat Olli sich schon mal einen gebastelt. Nope. Außerdem hat er schon eine gute Rüstung und ich renne hier noch mit der guten alten Bronzerüstung rum. Da müssen wir auch mal was dagegen tun. Also das ist ja quasi der erste Punkt oben. Auf Seite 2 haben wir noch das Thema Erzverarbeitung. Da hatte Olli schon mal ein bisschen angefangen. Da hatten wir uns vorgenommen, dass wir neben der Fleischerzverarbeitung, die wir hier haben, die wir dann natürlich auch wieder abbauen werden, werden wir das Ganze mal mit Mechanismen machen. Ich weiß nicht, ob 4 oder 5. Das entscheidet der Olli. Tier 4 ist doch das höchste, meine ich. Ich habe jetzt auch heute erst wieder reingeguckt, weil das ist ja schon wieder ein Weilchen her. Aber im Wiki, gut, es fängt mit Tier 0 an und dann sind es 5 Tiers. Okay, ja, stimmt okay. Schon. Kann man erzählen, wie man möchte. Tier 4 ist dann das höchste. Genau. Da werden wir uns auf jeden Fall in die Richtung einarbeiten. Da haben wir uns gerade ganz kurz unterhalten. Wir werden es wahrscheinlich erstmal aufbauen und testen und dann werden wir es euch zeigen. Weil ich glaube, das Zeigen und Erklären dauert schon so lange und ich sag mal, ein paar Maschinen zusammenbauen ist bei Mechanismen jetzt nicht unbedingt das Kunstwerk, sag ich mal. Das kriegen wir schon relativ locker hin. Eine Sache hat sich auf jeden Fall schon mal geändert, was wir gesehen haben. In früheren Versionen, andere Minecraft-Versionen, gab es noch den Salination Tower. Den scheint es jetzt nicht mehr zu geben in der Form. Aber da gibt es eine andere Methode. Werden wir auf jeden Fall zeigen. So, was haben wir noch auf der Liste gehabt? Nether Stars wollten wir uns noch besorgen. Einen zumindest, dass wir auch sagen können, ja, wir können uns jetzt den auch duplizieren. Dann haben wir noch so einen Enderdrachen, den wir demnächst für ein paar Rezepte brauchen. Und einen Neutronium-Kollektor. Da kommen dann die ganz wilden Sachen dabei raus. Aber machen wir heute mal... Genau, heute machen wir mal den Anfang mit einem kleinen Rundgang, weil ihr habt noch nicht allzu viel gesehen. Wie gesagt, hier oben sieht es deutlich aufgeräumt aus. Wir gehen einfach mal einen Stockwerk runter. Kommst du mit? Ja. Gut. So. Ich habe Ollis Hinweis in Betracht gezogen und habe hier das gegen normalen Stone getauscht, weil das sieht halt einfach schön aus, ich weiß. Hier hat sich ein bisschen der Boden geändert. Und hier haben wir jetzt dann das, was wir euch in der Point-to-Point-Folge Applied Analytics erklärt haben, haben wir nochmal aufgebaut. Nicht in der, wie hatten wir es? Horizontalen hat man es ja gezeigt, wir haben es jetzt in der vertikalen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke jetzt mittlerweile, denn wir haben noch Kapazitäten frei, also keine Angst. Einen unten mussten wir noch anderweitig belegen, und zwar ganz unten ist einmal so ein Open Computers Adapter. Da kommen wir in der Open Computers Folge dazu. Den braucht man dafür auch. Ansonsten genau der gleiche Aufbau, den wir euch gezeigt haben. Überhaupt kein Unterschied.
Wir könnten natürlich da oben an diesem Knotenpunkt, an dem momentan 9 Kanäle belegt sind, könnten wir auch noch einen ME-Controller reinsetzen, der mit dem verbunden ist. Dann wäre es wiederum ein ME-Controller. Dann würde das nochmal ein bisschen schöner aussehen. Ja, können wir auch noch machen. Hat auch So Zeit. ein Kabel sieht doch auch schick aus. Ja, wir haben jetzt noch genügend Kanäle frei. Haben wir 39? Wir haben hier, glaube ich, was waren es? 5, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 4 sind 20. Nein, wir brauchen noch nicht ausbauen. Alles noch im grünen Bereich. Ansonsten müssen wir hier in die Tiefe gehen. Tiefe. Für die grünen Blöcke ist übrigens der Olli verantwortlich. Er wollte die so Ja, haben. Borg-Style. Genau. Wir sind die Borg. Wieder schon ist zwecklos. Ja, da haben wir schon unten einen Computer aufgebaut. Mit Adaptern und ich habe den Storage und den Controller vom Flux Network nach unten gezogen. Wo der steht, ist ja auch völlig egal. Wir reden hier über ein, wie sagt man so schön, über ein Wireless-Netzwerk. Da ist es doch egal, wo das Ding steht. Hier unten brauche ich keine langen Computerkabel ziehen. Das geht etwas einfacher. Gut. So, und dann kommen wir zu dem, was wir auch schon gezeigt haben, aber nicht in dem Umfang. Wir haben jetzt hier einen Storage Raum. Auch hier wiederum Point-to-Point-Module auf beiden Seiten. Die rechte Seite ist momentan abgeklemmt, weil wir eigentlich gar nicht so viel brauchen im Moment. Aufgeteilt in EMC Storage Cells und in normale Storage Cells. Und wir hätten hier links und rechts noch Ausbaukapazitäten. Wie ihr seht, wir haben hier noch relativ viel Grün. Ja, es ist ein bisschen übertrieben, ich gebe es zu, aber ist okay. Lassen wir mal so stehen. Und ein bisschen Terminals und ein bisschen Deko. Hier unten die ME-Chest und diese Trapdoor ist dafür da. Man könnte eine Platte nehmen, könnte sie hier in die Chest reinstecken, könnte schauen, was auf dieser einen Platte drauf ist, könnte Sachen rausnehmen, hin und her schieben und könnte dann die Platte wieder ins System reinstecken. Dafür ist das gedacht, einmal für links und einmal für rechts. Nur so als Hinweis. Und dann haben wir hier noch ein IO-Port. Das werden wir uns mal bei irgendeiner Gelegenheit anschauen. Bin mir noch nicht ganz sicher, wann. Wenn wir noch ein bisschen unsere Sachen sortiert haben. Ja, hat Zeit. So, und dann haben wir noch gesagt, wir wollen uns noch Advanced Generators nochmal angucken. Gehen wir einfach mal hier weiter. Wir hatten das ja schon genauso aufgebaut. Nur nicht, jetzt ruckelt es gerade wieder, okay, jetzt geht's wieder. Nur nicht ganz so. Der hier, der Syngas Producer, ist jetzt etwas größer geworden. Der hat jetzt, oh, lasst mich nicht lügen, ich glaube 10 mal die Mixing Chamber und 2 mal die Heating Chamber. Das war irgendwie so ein Verhältnis 2 zu, oder was, 3? Waren es dreimal. Auf jeden Fall wichtig war das Verhältnis. Eine Heating Chamber für 5 Mixing Chambers. Genau. Das war das wichtige Verhältnis, was man einhalten sollte. Steht auch auf seiner Homepage so. So, und dann haben wir hier noch eine Spezialität. Wir haben noch einen Tank dazwischen geschaltet. Ist nicht wirklich notwendig. Aber man kann hier ein paar schöne Dinge drehen. Und ich fand das einfach mal schick. Und zwar, dieser Tank hat ein 5, hat zwei wundervolle Sensoren dran. Der eine reagiert bei über 50%, gibt ein Redstone-Signal aus, und der andere, der drunter, gibt bei 25% ein Redstone-Signal aus. Wir hatten nämlich da so einen kleinen, also was heißt, Fehler ist falsch. Fehler darf ich nicht sagen, es ist eine Unschönheit. Ja, also wir haben Ineffizient. genau, wir haben, waren etwas ineffizient in dem Zusammenhang. Und zwar, es war auch vorher so, wenn der Tanksensor gesagt hat, ja, wir sind jetzt unter 50% oder unter 25% gefallen, ist die Maschine losgelaufen. Wenn die Maschine hier losläuft, fängt sie erstmal an aufzuheizen, verbrät damit Charcoal in unserem Fall jetzt. Ich habe Charcoal reingelegt, genau, Charcoal. Mit der Charcoal heizt er erstmal das ganze Thema auf. Dann fängt er an, Syngas zu produzieren. Und das kann relativ schnell so viel sein, dass er hier wieder über die entsprechende Prozentzahl drüber geht. Das heißt, er heizt, sage ich mal, eine Minute auf, produziert 5 Sekunden lang Syngas und dann geht die ganze System wieder aus, weil genügend Syngas wieder im System drin ist. Deswegen jetzt hier das zweigeteilte. Wir haben hier einmal
50% und einmal 25%. Man kann es auch auf 75% stellen. Und hier ist ein sogenanntes Logic Gate. Das Logic Gate ist aus RF Tools. Und das kann man sehr interessant programmieren. Hat drei Eingänge, A, B, C. Sind hier sauber markiert. Und ich sage, wenn an keinem der Eingänge ein Signal liegt, soll bitte das Ausgangssignal an sein. Wenn er über die 25%-Hürde kommt, soll er bitte das Signal beibehalten. Das heißt, er soll immer noch an sein, wenn er von unten kommt, also leerer Tank. Und wenn er über die 75% kommt, dann soll er das Redstone-Signal ausschalten. Und umgekehrt ist es so, er geht unter die 75%, dann bleibt er beim Signal und geht unter die 25% und dann plötzlich sind zwei Redstone-Signale aus und dann schaltet er erst wieder ein. Das heißt, er regelt quasi von aktuell bei unserer Konfiguration von 25% bis 50% erstmal. Er fällt unter 25%, dann produziert er Syngas, bis er wieder über 50% ist. Mit einem Standard-Logic-Gate hatte das bei meinem Gedankenspiel alles nicht funktioniert. Ist halt so. Aber das ist jetzt auch nicht so wild zu programmieren gewesen. Man muss es sich einmal durch den Kopf gehen lassen. Ist okay. So, und eine weitere Änderung, die wir noch haben, ist, wir haben jetzt hier Pressurized Output Valves und Pressurized Intakes. Das heißt, wir brauchen dazwischen nur die High Pressure Pipes packen von Pressure Pipes. Das heißt, da brauchen wir kein Redstone-Signal oder sonst irgendwas noch dazulegen. Passt. Die Turbine ist noch ein bisschen gewachsen. Die produziert jetzt bis zu 5000 RF pro Tick, da sie 10 Turbinen Endurium hatten. Schauen wir mal ganz kurz. Turbine. Da hatten wir die Endurium Turbine und jede von diesen produziert 500 RF. 10 Stück ergeben 5000 RF. Sind mit die effektivsten, wenn nicht sogar die effektivsten. Irgendwie war das doch so, hat man glaube ich schon mal nachgeschlagen. Manolin war, glaube ich, auf derselben Stufe. Da hast du recht, Manolin war 1 zu 1 das gleiche Wert. Ja, genau. Vorteil bei dieser Gasturbine ist, die produziert nur so viel RF, wie tatsächlich verbraucht wurde und verbraucht auch nur so viel Syngas, wie tatsächlich für diesen Teil verbraucht wurde. Er dreht nicht komplett auf die 5000 RF, verbraucht für die 5000 RF Syngas, sondern nur für das bisschen, was er wirklich nachproduzieren will. Das sehen wir jetzt auch hier. Er produziert im Durchschnitt 250 bis 500 RF. Und braucht sehr wenig Syngas. Wir sind, was die Produktion anbelangt, die Produktion hier hinten deckt locker das ab, was diese Turbine im Moment verbrauchen könnte. Plus dem, wir haben noch einen Tank dazwischen. Falls irgendwo was schief geht, haben wir noch eine Kleinigkeit. Also haben wir noch Puffer dafür. Wenn ihr euch gefragt habt, wo die Charcoal herkommt, die Charcoal kommt hier hinten aus einem Exportbus. Da wird einfach Charcoal exportiert in das Teil. Wir hatten 73.000 Charcoal oder irgendwas im System. Wo das genau herkommt, weiß ich nicht. Ich könnte einen Olli mal fragen, vielleicht weiß er es. Ja, unsere Farm. Okay, und da kommt so viel Charcoal. Da kommt unendlich Charcoal. Unendlich Charcoal ist immer gut, nehme ich. Solange bis das EMC weg ist. Ah, okay, da war der Haken, alles klar. Wir sollten vielleicht mal das Holz, das wir haben, auch noch in irgendeiner ökologischen Variante in Charcoal umwandeln, weil das EMC-Thema ist ja dem einen oder anderen so ganz leicht aufgestoßen. Das ist auch genau der richtige Punkt, mit dem wir jetzt dann hier gleich mal. Genau. Das machen wir jetzt dann auch. Und zwar schauen wir noch mal ganz kurz nach oben. Weil da gab es immer so dieses, wenn ihr jetzt so einen EMC-Generator habt, wie wir ihn euch gezeigt haben, dann könnt ihr ja schon quasi das komplette Spiel durchspielen. So ganz ist das nicht so. Aber natürlich hat er auch vollkommen recht gehabt. Wir haben relativ viel damit produziert. Und der größte Teil dessen, was wir hier produziert haben, steckt hier in den Zellen drin und die Zellen bleiben hier in der Kiste, genauso wie der Rest des EMC-Generators. Ich werde wahrscheinlich diesen hier nochmal rausnehmen, den Fluxpoint. Da ist ja nicht wirklich was dahinter. Aber ansonsten, ja, wir nutzen es nicht aktiv. Definitiv nicht. Was wir aber aktiv nutzen,
Nicht in der Cheat-Variante. Ja, wobei Cheaten ist es nicht, es ist tatsächlich ein Fehler, der passiert ist. Es ist ein Exploit. Ja, muss man dazu sagen. Wir werden hauptsächlich diese Variante hier nutzen. Jetzt kommt natürlich mal wieder gerade nichts rein, ne? Ist klar. Vielleicht ist der Truck nicht geladen, sind wir zu Ja, weit dann weg. mag sein. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, was wir zukünftig machen werden. Wir haben zwar gesagt, wir produzieren unsere Barren und so weiter, was wir hier auch gemacht haben, aber was wir dann am Schluss machen, ist, wir nehmen halt dann auch das Zeugs hier. Was haben wir hier noch so rumliegen? Da unten haben wir noch Ardite. Ach komm, nehmen wir das einfach mal hier alles mit. Sagen wir, Vulkan, Adlarias, Ardite. Halt, Ardite geht nicht. Ardite nicht. Wir nehmen das Zeugs aus der Bonsai-Farm und stecken das, wenn es in unsere Kisten nicht mehr reinpasst, stecken wir das halt dann in dieses System hier rein und machen daraus EMC. Ach doch, da sind tatsächlich, da kommen gerade wieder ein paar Blöcke und Sachen aus deiner Bonsai-Farm. Passt alles. Und da kommt unser EMC quasi her. Also wir produzieren jedes EMC selber. Nicht über diese, nennen wir es mal Cheat-Variante. Ist ja okay. Ich verstehe den Einwand. Ich muss aber andererseits dazu sagen, wir haben mittlerweile so viel Material, wir wissen gar nicht wirklich, wohin damit. Da muss ich zugeben. Weil wir haben hier stehen eine Kiste, die ist fast immer voll. Ich habe sie in den letzten Tagen zweimal halb ausgeleert, weil einfach zu viel Material drin war. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wir hatten da drüben einen Digital Miner stehen. Ich glaube, keiner von uns beiden hat aus dem Digital Miner irgendeinen Erzblock rausgenommen. Der müsste komplett randvoll sein. Aus der Bonsai-Farm kommt so viel raus, dass wir schon gar nicht mehr wissen, in welche Kisten wir es stecken sollen. Deswegen wandert das alles ins EMC rein. EMC ist einfach ein Hilfsmittel, um euch dieses Let's Play auch ein bisschen schmackhafter zu machen. Vielleicht auch das Modpack schmackhafter zu machen, weil manche Sachen sind in vielen Modpacks einfach zu komplex und zu langwierig, sie zu produzieren. Und es dauert einfach zu lange. Und es macht ein Let's Play, wenn ich 28 Folgen lang unter Erde bin, um diese fünf Erzblöcke zu finden, die wir dringend brauchen, nicht wirklich spannend. Meine Meinung, wenn eure Meinung davon differiert, schreibt es bitte ab in die Kommentare. Damit können wir heute auch schon mal den Punkt hier abhaken. Muss ich das jetzt in die Hand nehmen oder muss ich hier noch näher ran? Ich kann es nicht, okay. So, kann ich es abnehmen? Ja, ich kann es abnehmen. Es bleibt an der Wand hängen, okay. Oh, jetzt ist es abgehakt. Gut. Tank und Advanced Generator haben wir gerade abgehakt. Ihr habt es gesehen. Es wird demnächst noch ein Mechanism RF Storage dazu kommen. Wann wir den dazu bauen, kann ich noch nicht genau sagen. Werden wir aber noch sehen. Ihr seht, unsere Liste ist echt lang. Wir haben ganz viel zu tun. Und wenn euch noch irgendwas einfällt, was wir euch unbedingt zeigen sollen, immer her damit. Machen wir gerne. Gar kein Problem. So. Das war jetzt vielleicht ein Hauch kürzer als sonst. Ja, komm, 18 Minuten ist ganz gut. Wir können noch in die Bonsai-Farm gehen und da Gut. nochmal die Änderung im Keller Ja, anschauen. da hast du recht. Das können wir noch machen, bevor wir hier wieder eine zu kurze Folge produzieren. Andere sind froh, wenn sie 15 Minuten hinkriegen, aber wir überlegen uns, ob 18 Minuten reicht. Naja, egal. Nehmen wir mal so hin. Hagel, Hagel, Hagel bei mir. Haben wir wieder was im Untergrund, was nicht gut läuft, ne? Bei mir hakelt es gerade nicht. Ja, könnte auch mein Client sein. Wobei ich den aber tatsächlich neu installiert habe. Deswegen sehr Spannung, ob diese Folge auch wirklich was geworden ist. Aber das wird schon. Das passt schon. So. Wie wir sehen, sind wir oben keine wirklichen Änderungen bisher. Noch überhaupt nichts, außer dass jetzt hier Steine dran sind, Genau. hat sich nichts mehr geändert. Richtig, das hatten wir drüber gequatscht. Du hattest ja die Conduit-Fassaden genommen mit unterschiedlichen Steintexturen. Und ich Genau. finde es immer noch hübsch. Ja, muss ich Da sagen, soll gefällt auch ein bisschen mehr Deko hin. Also wie gesagt, die Pfähle muss ich noch ausbauen, vielleicht die eine oder andere Bank zum Hinsetzen hin. mir. Ja. Und Kleinigkeiten halt. Vielleicht noch einen kleinen Springbrunnen oder so? Ja, Irgendwas in der schauen wir mal. Richtung. Na, genau. So, ich So, habe gesehen, hier der ist Uli es hat nämlich leer aufgeräumt. geworden. Richtig. Alles Hier oben kommt weg. auch nur noch Deko hin, vielleicht so ein kleines Teehäuschen, was ja auch thematisch reinpassen würde. Sehr gut. Da wärst du unten ausgebucht. Ein bisschen, ja.
Muss ich gerade überlegen, die Kammer war das letzte Mal auch noch leer gewesen. Richtig, da hast du jetzt ja den Tor von drin. Oben. Mhm. Hier gibt es auch zwei Kategorien von Toren. Einmal hier diese Bäumchen, die kann man nicht mit EMC machen, die lasse ich auf 256 vorlaufen, dass wir die halt auf Vorrat haben. Haben wir genug denn bei euch? Ja. Slimeballs und so weiter, das gibt es auch nicht als EMC, das läuft auch einfach so rein und dann halt Void. Und hier noch die Leaves, auch nur noch auf 256 und der Rest läuft auch über. Läuft quasi direkt raus und wir produzieren EMC damit. Genau. Passt. Und da drüben das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Die Wolle, genau. Wolle in jeder Farbe. Und zwar nur 2048. Da hat er sich ja tatsächlich zurückgehalten mit 2048. Muss man ja zugeben. Ja. Das ist ja jetzt auch nur, wie soll man es nennen? Deko-Wolle? Die Vorratshaltung, nein. Weil wenn ich das ausnehmen würde, wird es ja sofort wieder aufgefüllt. Ja, weil klar. Die Seite hier läuft nicht voll, die Seite wird mit EMC produziert. Ah, okay. Gut. Also hier halte ich mir immer einen gewissen Vorrat an Wolle oder an anderen Sachen. Holz dann auf der anderen Seite. Hier haben wir auch die Kohle dann. Charcoal. Und genau das ist der Punkt, auf den ich vorhin meinte. Hier, Cactus Green zum Beispiel. Es ist gar kein Problem, 100.000 Kakteen hinzustellen und das Cactus Green zu produzieren. Das kann man vollautomatisch mit einer Farm machen. Man macht ein Solarpanel hin, das Thema ist erledigt. Es ist Pillepalle. Wer das bei uns zuguckt, jetzt noch Hardcore, ne? Wir wissen es, der weiß ganz genau, das ist gar kein Problem, an diese Materialien heranzukommen. Auch an die ganzen Ingots. Ihr habt es gesehen, wie leicht das ist, da ranzukommen. Es ist wirklich kein Problem. Das Einzige, wo man jetzt drüber diskutieren könnte, wäre, was ich hier sehe, ist hier drüben, das wäre Blaze Powder. Aber für Blaze Powder gab es irgendwie in jedem Modpack, was wir hatten, irgendwas, wo man es herbekommt. Sei es nun in irgendeinem Skyblock. Powder läuft ja auch über einen stinknormalen Bonsai-Baum. Genau. Nur, dass es halt direkt in den Void reinschmeißt, also in EMC. Und dann nur mal 8000 hier auf Vorrat halte. Genau. Bei sämtlichen Skyblocks, und die wir gemacht haben, oder Sky Factory, whatever, Agrarian Skies, kam das aus dem Sieb automatisch schon raus. Hier kommt es aus dem Bonsai-Baum raus. Ja, super. Wer da noch klagen will, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen uns das dann gerne auch an, was ihr nicht haben möchtet. Das Thema mit dem EMC haben wir jetzt hoffentlich dann auch ausgiebig geklärt. Und hier haben wir so einen kleinen Vorrat an 32.000 Netherquarz. Haben wir so viel schon produziert? Ja, also wie gesagt, das ist halt auch mit EMC gemacht. Also es kommt ja auch aus den Bonsai-Bäumen raus, läuft ein Bildschirm und hier wird dann wieder ein Vorrat gehalten. Genau. Selbe Prinzip. Also auch hier. Und wir hatten auch schon extrem viel im System. Also wenn wir das einfach hätten weiterlaufen lassen. Ich habe es sogar schon reduziert, weil es war deutlich mehr gewesen. Deutlich. Also wir hatten echt schon genug Material rumliegen und wir müssten auch nur manches nur verarbeiten. Bloß irgendwie, wir kamen gar nicht zum Verarbeiten irgendwie vor lauter allem Möglichen, was wir gemacht haben. Ne? Ja, ist halt so. So, dann hat sich hier unten noch was geändert. Ist noch Dings, Holz. Holz. Wunderbar. Auch da hat er sich zurückgehalten. Nur 8.192 Holz. Ja, das ist quasi ohne Upgrades, der Tor. Oder nee, ein Upgrade habe ich glaube ich drin. Also genau, ein Upgrade muss drin sein, genau. Ja, weil ohne Upgrade waren es nur 256 und mit dem waren es halt die 8.000. Ja, genau. Also er hat sich wirklich zurückgehalten, muss man schon sagen. Hattest du schon mal gezeigt, wie du die Vorratshaltung machst? Da wollte ich gerade hin. Ah, okay, gut, wunderbar. Hier läuft die Magie. Oh, haben Magic. Wir wieder ein Subnet. Hatten wir schon mal ein Bienchen besprochen. Stimmt. Hier oben läuft im Interface aus unserem Hauptnetz die EMC-Kristalle rein. Du klaust also von drüben? Ja. Und produzierst auch, ist es schon klar. Und hier in den Interfacen wird dann über Crafting Card die ganzen Dinger quasi angeboten, was ich auf Vorrat haben möchte. Und sofern dann Draw leer ist, wird es über die alten Conduits reingezogen. Das heißt, wenn ich jetzt drüben... Kannst du mal drüben schwarze Wolle rausnehmen? Ein Stack vielleicht? Oder zwei? Eins, zwei. Ich sehe hier... Ja doch, jetzt sehen wir...
Er hatte kurz nachproduziert, hat drüben dann aufgefüllt und dementsprechend ist es hier wieder reingewandert. Dafür ganz wichtig ist auch diese Crafting Card, hat er gerade schon wunderbar erwähnt. Die sagt nämlich aus, dass alles, was hier drin ist, auch gecraftet werden kann. Und im Endeffekt zieht ihr das Ganze dann mittels der Item-Conduits aus Ender.io quasi raus. Und nur da drüben in den Drawern können die Sachen Genau. auch abgelegt werden. Das ist auch wichtig. Weil sonst würdet ihr hier produzieren, 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 produzieren. Würde es irgendwo hinschmeißen. Wenn da ein Void-Upgrade zum Beispiel dahinter wäre, wäre vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja. Er hat hier ein System. Das System, das wir schon vorgestellt hatten, mit vier EMC-Assemblern gemacht. Okay. Kann man Muss man machen. noch erwähnen, die Assembler, der nutzt immer nur einem System. Ich bin Okay. davon ausgegangen, dass es lieber normal applied ist, dass er halt je nach Crafting-Auftrag auf die Sampler verteilt. Aber mehr als ein Assembler macht dem System keinen Sinn. Okay, gut. Also, ja. Dann ist das so. Ich habe es jetzt einfach noch zu optischen Zwecken so gelassen. Sieht auf jeden Fall hübsch aus mit den ganzen Büchern, die da drin rumschauen. Auto-Crafting müssen wir uns auch nochmal bei Applied Energistics im Normalzustand anschauen. Ich habe drüben dann auch schon mal was vorbereitet. Das ist ein Thema für das nächste Mal. Ach, noch ganz wichtig zu erwähnen, falls ihr das auch aufbauen wollt, ihr braucht zwingend irgendwie einen Buffer dazwischen, weil der oft mehr als ein Stack produziert. Und wenn er den nicht rausziehen kann und irgendwo ablagern kann, dann läuft das System voll und er macht gar nichts mehr. Wenn ich es richtig weiß, waren das 128.000 EMC, die mindestens verwendet werden müssen, oder ein Stack. Ich meine, er hat sogar hier mal irgendwie zwei Stacks angefangen, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Das ist das, was ich weiß. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt, ist eine andere Frage natürlich. Aber passt. Also wichtig ist, es kann auch passieren, dass er mehr produziert und das liegt nicht an euch, dass ihr zu dumm seid, irgendwas einzustellen. Nein, das ist das System. Ich habe hier noch Prioritäten eingestellt. Die ME-Chest hat eine geringe Priorität, die Interface ist eine höhere. Dass man halt wirklich zuerst in die Interfaces reinläuft und dann in die ME-Chest. Er zieht ja auch, bevor er produziert, normalerweise das aus diesem Außensystem raus und dann fängt er es an zu produzieren, Genau, glaube ich, erst wenn es ne? zuerst Genau. produziert. Genau. Das heißt, wie er schon sagte, das ist so eine Zwischenchest, wo ein bisschen was gelagert wird und dann zieht er es raus, wenn er wieder was braucht. Und dann produziert er erst. Schönes System. Gefällt mir gut. Jo. Ja, sonst gibt es hier unten nichts mehr Neues. Du, das reicht doch schon. Das ist doch. Oh. Ist doch schon genug gewesen, meiner Ansicht nach. Genau, hier, das haben wir schon alles gesehen. Jo. Die Bäumchen hatte ich noch runtergeholt. Das hat sich noch geändert, aber sonst nichts. Okay, ja, die Bäumchenkiste, genau. Wir haben ja auch ein schönes Bäumchen geklaut, ne? Das war der rechts unten, glaube ich, oder? Ja, genau. Der Genau. Orchard Apple Sapling. Den müssen wir nochmal ausprobieren. Der ist von einem guten Freund. Der hat da mal wieder seine Finger nicht von optimieren lassen können. Ja, wir werden es uns mal anschauen müssen. Bei nächster Gelegenheit, weil wir haben ja auch das Thema Farm noch auf unserem Zettel. Und Oli hat hier, genau, seine Item-Conduits auf dem Zettel. Richtig, die sind wichtig. So, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein, denn jetzt nagen wir schon an den 30 Minuten. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt uns auch einen Daumen nach oben, ein Liken plus eins. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten bleibt uns nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Ja.